Ja, hallo ihr Lieben. Heute ist etwas per Post gekommen. Das würde ich euch gerne heute zeigen. Und zwar ist das die Luxury Box, die 02 aus diesem Jahr. Ja, ich habe die Luxury Box selber abonniert. Ich kriege also nichts dafür, dass ich diese Sachen hier vorstelle. Und ja, freue mich einfach, wenn ich wieder was Tolles bekommen habe. Das Fenster spiegelt sich in meiner Brille. Die müssen wir jetzt durch. Okay, also dann machen wir mal auf. Und zwar kommt es diesmal mit einem Heftchen. Und dann gibt es auch die obligatorischen Coupons. Liebevoll nur für mich hergestellt. Zusammengestellt. Wer es glaubt. Okay. Okay, dann machen wir mal auf. Kommt diesmal sehr schlicht daher. Ich habe so direkt kaputt gemacht, wie immer. Also schauen wir mal. Da sind aber. Wow. Okay, ich nehme das Heftchen dazu. Das Schöne hier dran ist ja immer, dass man die Preise direkt hier drin stehen hat. Das ist gut. Okay, fangen wir an. Und zwar habe ich zuerst etwas von Lancaster. Das ist die Sun Beauty Sublime Tan Body Milk mit Lichtschutzfaktor 15. Ja, bei meiner fast weißen Haut ist das wahrscheinlich ein bisschen sehr wenig, aber auf jeden Fall gut. Kostet was? Sind 50 Milliliter drin und 50 Milliliter kosten 9,95 €. Dann haben wir noch was mit Lichtschutzfaktor von Louis Widmer. Diesmal Lichtschutzfaktor 30. Und zwar ist das eine Sun Protection Face für sensible Haut, Anti-Aging-Gesichtscreme. Das ist auf jeden Fall super. Kommt auch eher meinen Bedürfnissen nahe. Und da haben wir, wo ist es? Dieses kostet 21,90 €. Wow. Okay. Das müssen wir genießen. Dann haben wir als nächstes, oh, hier sind so tolle Sachen drin. Okay, was haben wir denn hier? Das kommt mit einer sehr, sehr cleanen Packung daher. Das ist ein Öl. So viel Französisch verstehe ich. Ah ja, das ist gut. Lass mal dran riechen. Das scheint ein Nagelöl zu sein. Riecht nach nichts. Aber das ist beim Nagelöl ja auch nicht so wichtig. Und zwar ist das Öl Vert. Vert heißt, glaube ich, grün. Grünes Öl, Nelkär. Und dieses Fläschchen hat 15 Milliliter und kostet 14 €. Wow, okay. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe so trockene Haut immer an den Nägeln. Okay. Passend dazu haben wir hier was ganz Hübsches. Auch Green. Ach, es ist das die gleiche Firma. Ja, das ist von Manucurist Paris. Green. Eine süße, frühlingshafte Farbe. Green Nail Polish. Gesundheitlich unbedenklichste und umweltverträglichste Nagellack. Die Formulierung besteht zu 84% aus natürlichen Inhaltsstoffen, darunter feuchtigkeitsspendendes Kokosnussöl sowie aufbauend und stärkend wirkender Bambusextrakt. Dieser Lack hüllt Ihre Nägel in ein zartes Rosa und zieht mit seinem brillanten Glanz alle Blicke auf sich. 14 €. Ist aber schön, dass Sie das da zusammengepackt haben. Das finde ich sehr schön. Okay, aber ich glaube, jetzt kommen die teuren Sachen.
Da haben wir was ganz Tolles von Molton Brown London. Orange, oh Gott, ich kann wieder nichts sehen. Orange und, ich kann ja im Heft gucken. Orange und Bergamotte Bath and Shower Gel. Es ist, als würden Zitrusdüfte unter azurblauem Himmel Flamenco tanzen. Wisst ihr Bescheid? Das ist vegan. Bade- und Duschgel setzt sich aus leuchtenden Zitrusnoten mit Kardamom, Neroli, Ylang Ylang und Zedernholz zusammen und sorgt sowohl für ein verwöhnendes Bad als auch für eine belebende Dusche. In beiden Fällen hinterlässt es ihre Haut zart und duftet. Sondergröße 100 Milliliter, normalerweise sind da 300 Milliliter und die würden kosten 25 Euro. Sprich, ein Drittel von 25, dann kostet diese Flasche 8 Euro. Ja, oh, das ist eine Metall. Ich kann ja mal riechen, ne? Boah, das ist genau meins. Okay, diese schöne Verpackung, die macht auf jeden Fall schon mal was her im Bad. Super. Und dann haben wir noch zwei Sachen. Jetzt bin ich unschlüssig. Fangen wir mit dem an. Oder mit dem hier, das ich nicht kenne, aber das sieht teuer aus. schauen wir mal. Okay, wir fangen an mit, das kennen wir, Barbour. Okay, Barbour-Ampullen. Drei Ampullen, a 2 Milliliter, Precious Collection. Da ist drei verschiedene Proben, Ampullen drin. Einmal für Extra Energy. Einmal für Intense Volume und Direct Lifting. So sehen die aus. Bla bla bla. Ich werde nicht dafür bezahlt. Spätestens jetzt hätte man es gemerkt. Okay, diese drei Ampullen kosten 21,39 Euro. Ja. Lass ich jetzt mal so stehen, ne? Ist auf jeden Fall toll. Ich liebe Ampullen, ich liebe Barbour. Barbour hat hier in Aachen, wo ich herkomme, einen Fabrikverkauf. Sprich, ich würde dafür nicht 21 Euro bezahlen, aber lassen wir das. Okay. Eine luxuriöse Ampullenkur. Na, bravo. So, aber jetzt QMS Medicosmetics. Medi bedeutet teuer. Gut. Luxus über Nacht. Epigen Pollution Rescue Overnight Mask. Diese luxuriöse Schaummaske unterstützt die Regeneration der Haut und schützt vor äußeren Einflüssen für ein revitalisiertes Aussehen. Schaummaske mit epigenetischen Technologien und fortschrittlichen Wirkstoffen, die helfen können, das Erscheinungsbild der Haut wiederherzustellen und vor freien Radikalen zu schützen. Ja, die freien Radikale, die sagst du ja. Und jetzt dürft ihr mal kurz raten, was dieses nette Fläschchen hier kostet. Ich glaube nicht, dass ich es benutzen werde, deswegen lasse ich es hier zu. 79 Euro. Jetzt dürft ihr wieder vom Stuhl aufstehen, ne, von dem ihr gerade gefallen seid. Ja, kenne die Firma nicht, ist wahrscheinlich was super Tolles und ich kenne es wieder mal nicht, aber macht ja nichts. Also ich denke, das wird jetzt irgendwann mal zu jemandem weiter wandern, weil ich habe 42 Abonnenten. Krass, ich freue mich total. Und hätte nie gedacht, dass es doch einigen Leuten gefällt, was ich hier mache. Ich freue mich jedenfalls. Eigentlich warte ich auf drei andere Sachen. Die Luxury Box, die ist überraschend gekommen. Da wusste ich nichts von, dass die kommt. Ihr könnt euch freuen auf ein Unpackaging von, oder Unboxing, hier ist es keine Box. Ich habe bestellt bei CXC,
Beauty in Florida. Wunderbar, wenn ihr das nicht kennt, guckt unbedingt mal bei Instagram. Das sind wunder süßer, netter, junger Mann, der unheimlich toll schminken kann und solche Sachen. Wunderbar. Tolle Kosmetik, habe ich jetzt mir eine eigene Palette zusammengestellt und auch Blush-Palette zusammengestellt. Da warte ich schon ewig drauf. Irgendwie hängt der Zoll oder was auch immer. Oder DHL. Raten wir mal, wer es eher ist. Dann warte ich auf eine Box von den Britischen Inseln. Ich erwarte von P. Louise die Budget Box. Das ist auch eine monatliche Box, zu der man sich eben subscriben, ja, zu der man sich anmelden kann, die dann jeden Monat zu ihr kommt. Dauert allerdings schon ewig, bis die mal kommt. Also die kommt wird immer losgeschickt am letzten Tag des Monats. Das wäre dann jetzt also die Märzbox. Und wir sind jetzt Mitte April. Weiß ich also nicht, ob ich die. Es ist meine erste Box, ich weiß noch nicht. Also mich hat das auf jeden Fall unheimlich angesprochen, der Auftritt von denen. Also P. Louise, könnt ihr euch auch mal angucken. Und dann warte ich auf ein Osterei von L'Occitane. Ja, da gab es so eine Aktion, da gab es das Osterei und dann gab es dazu eine Trinkflasche und zwei Handcremes und ja, hatten sie mich wieder, ne? Okay. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass heute noch zumindest das Osterei kommt. Die anderen, naja, weiß ich nicht. Ich wünsche euch jedenfalls einen wunderschönen Tag heute. Ich wünsche euch frohe Ostern. Heute ist Ostersamstag. Und ich bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Passt auf euch auf. Drückt eure Lieben und ja, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.